Hallo und herzlich willkommen, hier ist Sandwinkel. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zum Review vom Behringer Xenix UFX 1204, das ich euch schon kurz im Unboxing vorgestellt habe. Mit dem UFX 1204 erweitert das Behringer seine Xenix-Reihe um ein weiteres Gerät. Das Xenix UFX 1204 weiß auf Anhieb zu gefallen. Die roten Seitenwände im Hochglanzfinish lassen das UFX edel aussehen und es fühlt sich auch so an. Für mich stellt sich die Frage, ist das Xenix UFX ein typischer Behringer oder kann es doch vielleicht mehr? Gerade in puncto Qualität und Verarbeitung rümpfen viele die Nase, wenn sie Behringer hören. Auch ich gehöre dazu, leider. Nach der technischen Ausstattung zu beurteilen, ist beim UFX 1204 das Naserümpfen aber völlig fehl am Platz, denn es bietet eine ganze Menge fürs Geld. Das Behringer Xenix UFX fällt völlig aus der typischen Xenix-Reihe und das nicht nur in puncto Optik, sondern auch von den ganzen Features, die es bietet. Das Behringer UFX 1204 ist ein analoger Mischer mit 12 Eingangskanälen. Wen das zu klein ist, der kann zum größeren Bruder das UFX 1604 greifen. Das hat 16 Kanäle. Die ersten vier Kanäle sind als Mono ausgelegt. Die Kanäle 5 bis 12 sind als Stereo ausgelegt. Dabei werden immer Kanal 5 und 6, 7, 8 und so weiter zusammengefasst. Bleiben wir aber erst einmal bei den vier Mono-Kanalzügen und schauen mal, was da so alles geboten wird. Ganz oben, wie gehabt, vier XLR-Anschlüsse. Darunter, wie fast bei jedem Pult, gibt es dann noch 6,3 mm Klinke-Eingänge. Und darunter sieht man eine ganze Menge bunte Knöpfchen. In Kanal 1 und 2 sind es 3 und bei Kanal 3 und 4 sind es 2. Kanal 1 und 2 ist als High-Set-Eingang ausgelegt. Das heißt, man kann da direkt eine E-Gitarre oder einen Bass ohne den Umweg über eine DI-Box ans Pult anschließen. Dafür sind nämlich die grünen Taster dann verantwortlich. Mit diesen zwei grünen Taster kann man nämlich den High-Set-Eingang aktivieren oder deaktivieren. Die anderen Tasten, die gelbe und rote, die in jedem Kanal, in jedem Monokanal vorhanden sind, ist einmal der Low-Cut-Schalter, der greift bei 80 Hertz. Und daneben ist dann der Schalter für die Phantomspeisung. Jetzt sieht man da vier, man kennt das vielleicht von anderen Mischpulten in dieser Gerätenklasse, da gibt es nur einen Schalter für die Phantomspeisung. Oh, und hier sind es gleich deren vier, nämlich pro Kanal kann die Phantomspeisung geschaltet werden. Und das hat einen riesengroßen Vorteil. Ich kann hier an diesem Pult, wenn ich denn möchte, ein Kondensatormikrofon anschließen, die benötigen ja Phantomspeisung. Dann kann ich ein Bändchenmikrofon anschließen und die mögen ja Phantomspeisung so ganz und gar nicht. Die rauchen ganz gerne mal durch, wenn da Phantomspeisung durchrauscht. Ja, und dann kann ich noch ein dynamisches Mikrofon anschließen, wenn ich denn möchte, und noch ein Kondensatormikrofon. Und mit diesen roten Taster schalte ich entweder die Phantomspeisung ein oder lasse sie ausgeschaltet. Das ist richtig, richtig gut und das bieten, also ich kenne kein Mischpult, das ich bis jetzt gehabt habe, dass dies bietet. Im Allgemeinen ist das immer ein Hauptschalter, der für alle XLR-Anschlüsse die Phantomspeisung gleichzeitig freischaltet. Das finde ich mal richtig gut und gefällt mir gut. Ein Kritikpunkt habe ich aber trotzdem. So schön das ist mit dieser einzelschaltbaren Phantomspeisung, es sind keine LEDs dafür verbaut. Das heißt, man muss wirklich richtig gut hinschauen, ob die Phantomspeisung geschaltet ist oder ob sie nicht geschaltet ist. Das ist natürlich ein großes Problem. Wenn man das nicht genau sieht und man schließt ein Bändchenmikrofon ein, dann kann es sein, dass es einen durchraucht und dann ist es putt. Pech gehabt. Also, das ist ein Kritikpunkt, der mir so ganz und gar nicht gefällt. Unter den ganzen bunten Knöpfchen findet man dann die verbauten Preamps, die sich mit den weißen Pottys regeln lassen. Die Preamps sind sehr rauscharm und für alle Kanäle verfügbar, auch für die Stereo-Kanäle. Direkt darunter gibt es einen Send-Taster für Pre and Post. Das heißt, man kann das Signal mit Pre vor dem Equalizer an die Summe schicken oder mit Post eben nach dem Equalizer. Damit kann man schön vergleichen, wie klingt das Signal vor dem Eingriff mit dem Equalizer und wie klingt es denn mit den Equalizer-Einstellungen. Die Monokanäle verfügen über einen Kompressor, der sich einfach bedienen lässt, denn er besteht nur aus einem einzigen Knopf. Mit dem Kompressor kann man dem Signal mehr Volumen, mehr Druck verleihen. Die daneben sitzende Peak-LED zeigt an, ob man zu viel Kompressor gegeben hat oder nicht. Als nächstes findet man den Dreiband-Equalizer mit durchstimmbaren Mitten. Hier lassen sich die Mittenfrequenzen nach Bedarf sauber einstellen. Bei den Stereokanälen wurden statt parametrischen Mittenband
Ein Vierband-Equalizer mit zwei Mittenbänder mit festen Frequenzen, einmal 300 Hertz und einmal 3 kHz verbaut. Die Umschaltmöglichkeiten bei den Monokanälen, mit denen man zwischen Pre- und Post-Send für die interne Soundkarte wählen kann, habe ich ja bereits genannt. Genau dieses Feature steht auch für alle Stereo-Kanäle zur Verfügung. Zusätzlich bieten die Kanäle 9.10 und 11.12 einen Input-Schalter, mit dem sich die vier Ausgänge der internen Soundkarte paarweise auf die Kanäle routen lassen. Die Equalizer lassen sich mittels Taster, die je rechts neben den Tiefenpoddy angebracht sind, an- und ausschalten. Auch dies ist ein kleines, aber feines Feature. Darunter findet man dann die Aux-Poddys, mit denen man den Signalweg fürs Monitoring steuern kann. Und ein Stockwerk darunter gibt es dann noch die FX-Poddys, mit denen man die Stärke der Effekte regeln kann. Unter den FX-Poddys stoßen wir dann unweigerlich auf die Pan- bzw. Balance-Poddys. Warum es bei den Monokanälen Panorama und bei den Stereokanälen Balance genannt wird, entzieht sich leider meiner Kenntnis, denn beide erfüllen eigentlich den gleichen Zweck. Ich weiß zwar, dass man mit dem Pan bestimmte Effekte erzielen kann, aber das kann man auch mit dem Balance-Regler. Daher weiß ich nicht, warum das eine so und das andere so genannt wird. Wenn es einer weiß, der kann es mir dann gerne in die Kommentare reinschreiben. Direkt unten drunter sind dann die Mute-Taster, die man bei allen Kanälen findet. Ebenso die darunterliegende Solo-Taster. Beide Taster haben eine LED, die anzeigen, ob sie aktiv sind oder nicht. Als letztes gibt es dann noch die 60mm Fader, die ein gutes Feedback geben. Aber der Clou ist, dass jeder Kanalzug einen Levelmeter mit 4 LEDs bietet. Sowas findet man eigentlich auch nur bei den großen Pulten. So, das war es für die Monokanäle und hier gab es jetzt schon einige Features, die man so bei den kleinen Pult eigentlich nicht erwartet hätte. Nachdem ich mit den Monokanalzügen jetzt durch bin, werfe ich für euch mal einen Blick auf die restlich verbliebenen Anschlüsse auf der Oberseite. Ganz oben gibt es dann den Control Room Out. Daneben ist der Main Out. Als nächstes gibt es dann noch Alt 3 und 4. Ganz rechts oben neben dem Alt-Out gibt es dann noch einmal ein Change-In und ein Change-Out für die gute alte analoge Aufnahme. In der nächsten Reihe finden wir dann noch die Klinkenanschlüsse für die Kanäle 5 bis 12. Direkt daneben gibt es dann zwei Kopfhörerausgänge. Das ist auch richtiger Luxus bei so einem kleinen Pult, das findet man nicht überall. Unter den Headphone-Anschluss gibt es dann noch eine kleine, aber feine 24-Bit-Effektsektion, die bietet 16 voreingestellte Presets, die in vier Gruppen unterteilt sind. Die Gruppe 1, Reverb 1, die Gruppe 2, Reverb 2, dann gibt es noch die Gruppe 3, Delay-Modulation und die Gruppe 4, SFX-Dual. Die einzelnen Effekte wählt man mit dem linken Poddy aus. Die Effekte sind durchnummeriert, aber ein kleines Display wäre da wohl hilfreich. Auch die Effektsektion hat einen kleinen Levelmeter mit 4 LEDs verbaut. Das finde ich auch mal eine richtig coole Sache, so kann man gleich sehen, ob der eingestellte Effekt eventuell übersteuert. Neben den Effektpoddy gibt es dann auch noch zwei Taster, einen grauen und einen orangenen oder gelben Taster. Mit dem grauen Taster kann man bestimmte Effekte tappen. Stellt man zum Beispiel einen Delay-Effekt ein, kann man die Geschwindigkeit der Wiederholung durch Tappen verändern, zum Beispiel zum Anpassen an den Takt. Mit dem orangenen Taster schaltet man die Effektsektion an oder aus. Direkt unter den 24-Bit-FX-Generator findet man dann die Source-Sektion mit den daneben liegenden Haupt-Levelmeter. Die Source-Sektion bietet eine ganze Menge an Buttons. Diese dienen zur Auswahl der Signalquelle individuell für den Control Room Out, Kopfhörer Out oder den Main Out. Als Quelle stehen zur Auswahl der Main Mix, der CD Tape Eingang, der Stereobus Alt 3, 4 oder die Soundkarten Rückwege 1, 2 bzw. 3, 4. Durch die Taster können auch mehrere Quellen gleichzeitig ausgewählt werden, was das Output Management sehr vielseitig macht.
Um die Abhörlautstärke einzustellen, gibt es unter den vielen Source-Buttons zwei Poddies, einen für den Kopfhörerausgang und einen für den Control-Room-Weg. Der Hauptlevelmeter bietet eine lange LED-Kette mit je 12 LEDs pro Kanal. Daneben finden sich dann noch einige Status-LEDs, wie die Power-On-LED, eine LED für den USB- oder Firewire-Anschluss, eine PFL-LED und eine größere LED für den Solo-Mode. Wenn man jetzt noch weiter nach unten geht, findet man vier weitere Poddies, mit dem sich die Pegel für Send summen und der Returns regeln lassen. Per Knopfdruck lässt sich hier auch einstellen, ob die AUX-Sends oder FX-Sends unabhängig voneinander Pre- oder Post liegen sollen. Und mit einem weiteren Taster kann man den Ausgang des internen FX-Prozessors auf AUX 1 legen. Alt 3 und 4 kann mit der darunterliegenden weißen Poddy in der Lautstärke geregelt werden. Außerdem findet man hier auch eine Mute- und Solo-Funktion. Dann gibt es hier noch den 100mm Masterfader, der die Gesamtlautstärke regelt. Im Gegensatz zu den 60mm Federn bietet der 100mm Fader keinerlei haptisches Feedback und fühlt sich beim Bedienen ziemlich klapprig, ja sogar richtig billig an. In der Master-Sektion links neben den 100mm Fader gibt es dann noch zwei ganz interessante Features, die ich so bei keinem kleinen Pult in dieser Preiskategorie gesehen habe. Zum ersten ist da die Talkback-Funktion mit eigenem Mikrofon zu nennen. Mit den drei Tasten kann man den Talk-Signalweg routen, entweder Kopfhörer, Main oder AUX 1 und 2. Man kann natürlich auch mehrere Adressen gleichzeitig auswählen. Der daneben liegende Poddy regelt die Lautstärke des Mikrofons und die Talk-Taste ist selbsterklärend. Zu guter Letzt kommt auch noch ein richtig fettes Feature. Das Behringer Xenix UFX 1204 bietet auch noch einen Standalone-Recorder. Um die Recording-Funktion zu nutzen, benötigt man einen schnellen USB-Stick oder eine USB-Festplatte. Auf der Rückseite befindet sich der USB-Port. Ich habe das Ganze mal mit meiner USB-Platte getestet und das hat ohne Probleme funktioniert. Neben den üblichen Laufwerksfunktionen wie Record, Play, Stop etc. gibt es auch noch über dem Bedienfeld ein kleines Display und eine Remain-Taste. Mit dem Remain-Taster kann man sich die verbleibende Aufnahmezeit anzeigen lassen. Ebenso kann man sich bei längerem Gedrückthalten des Tasters die Sampelfrequenz anzeigen lassen oder man kann die Sampelfrequenz umstellen. Dazu findet man noch weitere Funktionen, wie zum Beispiel das Umschalten von der Recording in den Playback-Modus oder zum Formatieren der USB-Festplatte bzw. USB-Stick und man kann auch bereits aufgenommene Dateien löschen. Schließt man einen Datenträger wie einen USB-Stick oder eine Festplatte an den USB-Port an, so wird der Stick oder Festplatte erstmal auf die Geschwindigkeit getestet. Ist der Stick bzw. die Platte zu langsam, wird im Display Slow angezeigt. Ist die Geschwindigkeit gut, wird High angezeigt. Je nach Geschwindigkeit des angeschlossenen Gerätes lassen sich Aufnahmen in 16-Bit bzw. 24-Bit realisieren. Das Speichermedium muss aber zwingend in FAT32 formatiert sein. Bei NTFS-Formatierung bekommt man einfach nur eine Error-Meldung. Als kleines Schmankerl bietet das Pult auch noch eine integrierte DA-Remote-Steuerung. Das zu erklären würde allerdings doch zu weit führen, vor allem, weil ich mich damit überhaupt nicht auskenne. Das Xenix UFX besitzt auch eine gute interne 24-Bit 96 kHz Soundkarte, die natürlich auch über FireWire nutzbar ist. Die dazugehörigen Anschlüsse befinden sich auf der Rückseite bzw. der Stirnseite des Pultes. Bis zu 16 Kanäle lassen sich mit der internen Soundkarte aufnehmen. Ausgangsseitig kann die Karte maximal 4 Kanäle an das UFX 1204 zurückschicken, die sich wiederum auf die Kanäle 9, 10 und 11, 12 routen lassen. Nun mag sich der ein oder andere fragen, wie man 16 Kanäle mit einem 12-Kanal-Pult aufnehmen soll. Behringer hat das Thema ganz clever gelöst. Während die 12 Mischpultkanäle den ersten 12 Recording-Spuren zugeordnet sind,
werden die Spuren 13 bis 16 dazu verwendet, den internen Effektprozessor sowie die Stereosumme aufzunehmen. Da man sogar das Talkback wie beschrieben auf einen Mainbus routen kann, lassen sich somit während der Recording-Session gesprochene Kommentare mit aufzeichnen. Wie bereits anfangs erwähnt, hat man bei der Aufnahme die Wahl, das Signal vor oder hinter dem EQ abzugreifen. Man sollte sich jedoch bewusst sein, dass stets alle 16 Kanäle aufgenommen werden, selbst wenn nur ein Kanal belegt ist. Natürlich könnte man jetzt über den verschwendeten Speicherplatz sich aufregen. Aber mal ehrlich, was kostet heutzutage eine Terabyte-Platte? Ganz genau. Und außerdem lassen sich ja auch nach der Aufnahme alle leere Spuren wieder direkt löschen. Beim USB-Betrieb mit einem PC muss man sich auf der Behringer Webseite leider einen Treiber herunterladen. Beim Betrieb an einem Mac funktioniert das Pult via Plug and Play. Man benötigt also überhaupt keine Treiber. Jetzt bleibt nur noch die Rückseite bzw. die Stirnseite des Pultes. Dort findet man zunächst den Stromanschluss und den Power-on-Off-Schalter. Daneben gibt es dann zwei symmetrische AUX-Send-Ausgänge. Um bei den Mono-Kanälen zum Beispiel noch ein externes Gerät einschleifen zu können, gibt es bei dem UFX-Pult 4 Stereo-Klinkenbuchsen als Inserts. Dazu kommen noch 2 Stereo-AUX-Returns, mit denen sich die Signale externer Effektgeräte in einen AUX-Bus zurückführen lassen. Falls man nunmehr Eingangskanäle benötigt, kann man diese AUX-Returns auch als zusätzliche Mischpulteingänge nutzen. Weiterhin bietet das Xenix UFX1204 die Main-Outputs als symmetrische XLR-Buchsen. An denen kann man zum Beispiel eine Endstufe oder auch aktive Lautsprecher anschließen. In der Mitte findet man dann noch Anschlüsse der internen Soundkarte. Dazu zählt, wie bereits erwähnt, eine FireWire 400 Schnittstelle und 2 USB-Ports. Ein Port dient für die Kommunikation mit dem Rechner und der zweite Port dient zum Anschluss eines USB-Datenträgers für die Standalone-Aufnahmen. Über den kleinen Schieberegler kann man dann die entsprechende Schnittstelle auswählen. So, jetzt komme ich mal zum Fazit. Vorweg gesagt ist das Behringer Xenix UFX1204 für den Preis von derzeit 439 Euro ein absolutes Schnäppchen. Es ist wirklich jeden einzelnen Cent wert. Die Verarbeitung kann voll überzeugen, die Haptik ist wirklich sehr gut und alle Pullis sowie Feders bieten ein schönes Feedback und laufen sehr weich. Mal von dem klapprigen 100mm Masterfader abgesehen. Aber da kann es sich auch um eine Serienstreuung handeln. Das Xenix UFX bietet wirklich eine Fülle an Anschlüssen. Auch sonst ist die Ausstattung über jeden Zweifel erhaben und bietet viele fantastische Features, die man bei anderen Pulten in dieser Preisklasse vergebens sucht. Das tolle Pult hat mich wirklich in alle Belangen überrascht und ich ziehe meinen Hut, da haben die Jungs von Behringer wirklich fantastische Arbeit geleistet und fast schon ein komplettes kleines Studio to go auf den Markt gebracht. Das UFX 1204 lässt nur extrem wenig Platz für Kritik. Zum einen fehlt eine Status-LED für die Phantomspeisung und der schon eben angesprochene klapprige 100mm Feder, aber das war's dann auch schon. Für einen kleinen Let's Player ist das Pult absolut overpowered, aber für größere YouTuber, die auch öfters mal Gäste empfangen und auch öfters zusammen Let's Playen, kann ich dieses Pult mit bestem Gewissen uneingeschränkt empfehlen. Denn es bietet wirklich fantastische Möglichkeiten. Selbstverständlich kann ich das Pult auch allen empfehlen, die mit Musik oder Videoproduktion zu tun haben, ebenso für Bands und Studios. Wem das 1204er aber zu klein ist, den kann ich dann das 1604er empfehlen, denn dieser bietet 100mm Kanalfeder und er bietet 4 Kanäle mehr. Das soll es gewesen sein mit dem Review vom Behringer Xenix UFX 1204. Ich muss umdenken, ich will immer QX sagen. Es ist natürlich das Behringer Xenix UFX 1204. Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Aber ich sag's auch jetzt wieder dazu, ich bin ein Amateur und kein Profi. Das heißt, wenn Profis kommen,
Musiker, Tontechniker, die irgendetwas wissen möchten, die sollen sich doch dann bitte an den Fachhandel wenden. Denn ich glaube, deren Fragen sind zu fachspezifisch. Die kann ich mit größter Wahrscheinlichkeit ohnehin nicht beantworten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss, bye bye, winke, winke. Hier war euer Sunfinkolli mit dem Review vom Behringer Xenix UFX 1204 Mischpult. Bye bye.